Lass mal anfangen, wa? Und vom Bügel auf nicht vergessen. Viele von euch haben mich in Kommentaren unter meinen Videos oder eben auch per E-Mail gefragt, was für Produkte ich von Temu denn empfehlen könnte. Ich habe davon keine Ahnung, aber jetzt kam Temu auf mich zu und fragte mich, ob ich denn für euch ein paar Produkte testen würde. Und naja, da habe ich okay gesagt. Zum Beispiel habe ich gerade mitgefischt, diese schwere Bleikugel, die kann man zum Beispiel als Heilbutkugel, Dorschkugel verwenden oder eben auch mit einem Kunstköder garniert. Die gibt es in verschiedenen Variationen so zu kaufen bei Temu. Vorteil von diesen Kugeln ist, dass man eben besonders schnell damit auf Tiefe kommt. Gerade hier in dem Spot, wir haben über 100 Meter, brauche ich etwas, was ab und zu mal wirklich schnell runterkommt, weil die Fische eben oft nur in der großen Tiefe beißen. Und da sind solche Dorschkugeln wirklich ideal. Dann habe ich mir eine Rolle von Cast King schicken lassen. Das ist eine Ganzmetallrolle, auch für das Meer gedacht. Habe ich noch nicht getestet. Wie gesagt, der Rollenfuß ist aus Metall. Das ist mir schon recht wichtig, dass ich eben die Rolle im Drill nicht verziehen kann. Bin sehr gespannt, was sie taugt. Ich glaube, 60 Euro oder sowas kostet die auf Temu. Übersetzung 5,2:1. Das ist für Norwegen eigentlich ausreichend. Sieht mir nach einer guten Rolle für Pollack, Dorsch, vielleicht abgeschwächt auch für Meerforelle gut aus. Aber ich sitze hier ziemlich unbequem, deswegen habe ich mir einen Sitz auch schicken lassen. Und den packe ich jetzt mal aus. Der Stuhl war mir wirklich wichtig, denn hier in Norwegen unternehme ich viele Touren zu entlegenen Seen oder zu neuen Spots. Und da ist man dann froh, wenn man sich nach so einer Session mal irgendwo hinsetzen kann. Das geht aber hier nicht, wegen dem ständigen Regen, alles ist nass oder eisekalt. Im Gras will man auch bei Trockenheit nicht sitzen, denn hier wimmelt es nur so von Zecken. Die meisten Camping- oder Angelstühle sind jedoch zu groß und zu schwer, um sie mitzunehmen. Ich suchte was Leichtes und Transportables, was ich zur Not in den Rucksack schmeißen oder zumindest an ihn dranhängen kann. Oder noch besser, für eine Angelreise den Stuhl in den Koffer schmeißen. Und dieser wirklich bequeme Stuhl wiegt gerade mal 1,3 Kilo. Es liegt zwar eine Anleitung bei, aber der Zusammenbau ist wirklich selbsterklärend, geht kinderleicht. Es fliegen keine Teile los herum, die einzelnen Stangen sind durch elastische Bänder miteinander verbunden. Ich baue den Stuhl erst das zweite Mal hier zusammen. Ich denke, mit etwas Übung geht es unter einer Minute. Perfekt. Wollte ich unbedingt haben. Auch nicht teuer. Wie gesagt, auch bei Temu zu erhalten. Kann ich euch empfehlen. Dann, diese Schnur hier habe ich schon öfter gefischt. Ist eine zwölffach geflochtene Schnur. Eine Stärke 0,165 mm. Kenne ich von einer anderen Marke. Ist sehr gut. Werde ich auch drauf machen und fischen. In einem meiner letzten Videos habt ihr schon diese kleine Zange gesehen, einen Schnurklipper. Der kommt natürlich auch hier zu meiner Standardausrüstung dran, denn es ist ziemlich nervig, jedes Mal das schwere Messer auszupacken, wenn ich dann einfach nur eben mein Vorfach ein bisschen abschneiden will oder erneuern will. Da ist dieses kleine Zängelchen aus hochwertigem Aluminium schon ziemlich praktisch und sehr leicht. Ja, das sind meine Produktempfehlungen von Temu. Unter dem Video findet ihr Links, um einen Bonus zu bekommen, Neukundenrabatt. Was ich zu den Lieferungen an sich von Temu sagen konnte, ist, dass die Sendungen sehr schnell zugestellt wurden, alle mit Tracking-Nummern und teilweise sogar mit Live-Verfolgung. Das heißt, ich konnte auf dem Handy sehen, wann der Postbote an der Tür klingelt. Allerdings hat er bei mir in Deutschland an der Tür geklingelt, beziehungsweise nicht bei mir, sondern einer Adresse eines Freundes. Da wurde es alles zugestellt und da kam noch viel mehr von Temu. Im Winter werde ich eine große Verlosung dieser Artikel machen, denn einiges brauche ich nicht, was sie mir frei Haus oben drauf geschickt haben. Da solltet ihr den Kanal abonnieren und ansonsten viel Spaß beim Shoppen!